Tierische Zelle anschauen und um ein bisschen genauer zu sein, die menschliche Zelle und zwar eine Mundschleimhautzelle. Dazu braucht ihr auf alle Fälle ein Wattestäbchen und einen Objektträger. Wir nehmen dazu, oder ich nehme dazu einfach eine Probe von mir selbst tatsächlich. Also hier einmal den Abstrich auf dem Objektträger ausstreichen. So, muss reichen. Und da man die Mundschleimhautzellen tatsächlich relativ schwer sieht, färben wir sie an, und zwar mit dem Methylenblau. Dann, wie wahrscheinlich schon bekannt, ein Deckplättchen nehmen, auf die Probe geben und nehmen dann den Objektträger und spannen den hier im Mikroskop einfach wieder ein. Schauen wir mal, ob wir die Zelle schon sehen können. Dazu nehme ich wieder meinen Grobtrieb, gehe nach oben und stelle erstmal hier in die richtige Ebene, so dass das Bild scharf erscheint. Also, nachdem es nun scharf ist, sehe ich leider immer noch keine Zellen. Das heißt, ich muss jetzt hier mit Hilfe von meinem Objektträger tatsächlich einfach, man kann das ein bisschen hin und her schieben, hier die Zellen suchen. Und wenn man Glück hat, die Mundschleimhautzellen sind ein bisschen klein, deswegen manchmal schwierig zu finden. Ja, dann sieht man auch welche. Also, da kann man tatsächlich dann hier die Zellen ganz schön sehen. Nur Problem ist, die sind noch ein bisschen klein. Naja, was mache ich jetzt? Ich kann hier meine größere Vergrößerung einstellen. Dazu drehe ich an meinem Objektivrevolver. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht anstoße. Nee, passt. Und kann dann jetzt mit 100-facher statt 40-facher Vergrößerung meine Zellen nochmal anschauen. Schauen wir mal. Hier nochmal dann ein bisschen feinjustieren. Sehr schön. Ja, hier sieht man jetzt dann eine scharfe, großgestellte Mundschleimhautzelle, so wie es sein soll.